Gebäude können spannende Geschichten erzählen, von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal mit einem Areal auseinandersetzen, das bis heute eine ganz seltsame Aura ausstrahlt. Es geht um den geheimnisvollen Pestgarten bei Kornbach. Die Geschichte der Pest beginnt jedenfalls auf dem europäischen Kontinent im 14. Jahrhundert. Damals haben sie die Tataren. Ein Stamm aus dem heutigen Asien auf ihre Westwärtsbewegung mitgebracht. Und das ist das Interessante, kurze Anekdote am Rande: Von diesen Tataren leitet sich tatsächlich eben auch unser bis heute benutzter Begriff des Steak Tatar ab, denn die hatten die Eigenart, Fleisch unter ihre Sättel auf den Pferden quasi aufzubewahren und zu lagern. Dadurch ist es dann beim Reiten schieweich geklopft worden und deswegen nennt man eben das Steak Tatar bis heute nach den Tataren. Hat es überhaupt nichts mit der Pest zu tun, fand ich aber spannend am Rande. Zu erwähnen. Auf ihrer Westwärtswanderung bzw. eben auf ihren Feldzügen gen Westen haben die Tataren auch die Stadt Kaffa belagert. Das war damals der östlichste Außenhandelspunkt, unter anderem eben genuesischer Kaufleute. Und während der Belagerung haben jetzt die Tataren festgestellt, dass viele von ihren Soldaten an einem mysteriösen Leiden erkrankt sind und daran sehr häufig gestorben sind. Jetzt haben sie die Idee gehabt, war es zwar aber sehr grausam, diese Verstorbenen über die Stadtmauern zu schleudern. Und haben dadurch quasi die Krankheit, ja, man wusste damals noch nichts von Bakterien und Viren, aber man ging davon aus, dass man sich anstecken kann bei Kranken, ähm, diese Krankheit unter den Bewohnern Kaffas verteilt und verbreitet. Das war in gewisser Hinsicht, muss man ganz offen sagen, eine Art der biologischen Kriegsführung, wenn man ehrlich ist. Ja. Daraufhin haben jetzt, jetzt die fliehenden genuesischen Kaufleute, diese Krankheitserreger mit sich gebracht nach Europa, wo dann eben ungefähr ab 1346 47 die Krankheit ausbrach und sich anschließend über den ganzen Kontinent verbreitete. Bei uns ist sie um 1348 49 angekommen. Wobei man von Anfang an schon davon ausgehen kann, dass es zwei große Wellen gab, die sich durch, sich durch das Fichtelgebirge bewegt haben. Die eine Welle ist mit Seefahrern einmal an den Küsten entlang bis in die deutschen Hansestädte gelangt und hat sich dann von Norden aus nach Süden ausgebreitet. Die andere Welle hat sich von Italien aus über die Alpen bewegt. Das hat sie aber dann tatsächlich ein bisschen aufgehalten, deswegen hat sie länger gebraucht und ist dann eben von Süden durch das Fichtelgebirge geschwappt, wodurch eben aber bei uns sich diese beiden Bewegungen am Ende getroffen haben, was zum ersten großen Pestausbruch, jedenfalls nachweisbaren Pestausbruch, in Fichtelgebirge geführt hat. Das Interessante ist, dass überall dort, wo die Pest ausgebrochen ist, die Menschen in komplette Panik verfielen. Ihr müsst euch das so vorstellen, an der Pest stirbt man innerhalb kürzester Zeit. Die Überlebenschancen sind unfassbar gering. Das bedeutet also, von heute auf morgen waren die Menschen konfrontiert mit einer Bedrohung, die ihnen nicht ansatzweise erklärbar war. Und wir haben uns darüber schon mal unterhalten, wenn immer der Mensch in eine Situation kommt, die er nicht deuten oder nicht analysieren kann, dann neigt er dazu, sich Antworten zurechtzulegen, die ziemlich einfach sind, ziemlich logisch sind, die ihm aber eben dabei helfen sollen, sich auch ein Stück weit zu beruhigen, indem er sagen kann: so muss es sein, so kann ich es erklären. Das heißt also, ich habe wenigstens eine Art von Deutung dafür. Ja. Und das hat jetzt natürlich gerade noch beim Ausbruch der Pest dazu geführt, dass die Menschen sich innerhalb kürzester Zeit in die wildesten Deutungen verrannt haben in volterra beispielsweise in italien hat man vor einigen jahren tote gefunden skelette gefunden die mit einem backstein im kiefer ausgestattet waren ja, denen ist also wirklich ein stein in den mund gerammt worden man hat dann mittlerweile herausgefunden, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich auch um Pesttode gehandelt hat und dass die Menschen damals einfach aufgrund der schieren Masse an Verstorbenen dazu übergegangen waren, die Gräber der bereits Beerdigten noch einmal zu öffnen, um weitere Leichname da hineinzulegen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist, wenn ich ein Grab noch einmal öffne nach drei, vier, fünf Wochen. Ja, dann ist natürlich der Körper, der da drin liegt, schon teilweise verwest. Das heißt, also es haben sich Gase gebildet. Manchmal ist der Mund aufgeklappt, die Augen sind wieder aufgegangen. Die Menschen, die das jetzt gesehen haben, waren aber natürlich komplett von der Rolle und haben gedacht, die Toten würden sich wieder erheben, um quasi in der Nacht herumzugeistern und so durch einen Biss das Sterben zu verbreiten. Und deswegen hat man ihnen den Backstein in den Mund gerammt, damit sie quasi den Mund, dieses, den Mund nicht mehr zubekommen haben und dadurch dieses Nachbeißen, wie man es damals nannte, nicht möglich gewesen ist. Auf Grundlage dieser Deutung hat sich dann später der bis heute weltbekannte Vampirmythos entwickelt. Der stammt also tatsächlich aus dem 14. Jahrhundert und entspringt mehr oder weniger dem Dunstkreis der Pestilenz. Ja. Auf der anderen Seite hat man relativ schnell Gott als denjenigen wahrgenommen, der dieses schlimme Leiden oder die Menschen gebracht haben soll, und zwar der alttestamentarische Gott, der stinkig ist, wenn die Schöpfung nicht das macht, was er von ihnen verlangt. Insofern ging man davon aus, dass die Pestilenz auch eine Sendbotschaft Gottes sei, um die Menschen für ihre Hoffart, für ihre Sünden zu bestrafen. Und so war nun natürlich die logische Konsequenz, dass man hergegangen ist und gesagt hat: Okay, das heißt also, wenn wir uns selbst strafen für unsere Sünden, dann zeigen wir Gott ja, dass er dieses schlimme Leiden nicht über uns bringen muss, dann nimmt es vielleicht wieder weg. Das war der Beginn des sogenannten Flagellanten- oder auch Geißlerbewegung. Leute sind also durch Europa gezogen und haben sich selbst gegeißelt, haben sich selbst die Rücken blutig geschlagen, um dadurch eben Gott zu zeigen: Sie nehmen ja die Buße schon an, sie brauchen also nicht die von Gott gesandte Pestilenz, diese schlimme Krankheit, um Buße zu tun, sondern sie selbst sind schon diejenigen, die sich eben geißeln. Ja? Nachdem auch das nichts gebracht hat und die Flagellantenbewegung natürlich an der Ausbreitung der Pest rein gar nichts geändert hat, ging man dann am Ende dazu über, sehr viel grausamer zu denken. Man hat nämlich angenommen, dass wenn man nicht selbst derjenige ist, der schuld daran ist, dass Gott diese Pestilenz geschickt hat, es die Schuld der anderen sein muss. Ja? Und die anderen, das waren eben damals im Mittelalter jene Randgruppen der Gesellschaft, die sich einfach aufgrund ihrer Religion oder eben auch teilweise ihrer Sprache nicht direkt in die Gesellschaft einbringen konnten, sondern die eben schon immer als, ich sage jetzt nochmal ein Stück weit, die anderen, die Auswärtigen in Anführungszeichen wahrgenommen worden sind. Und dazu zählten damals in der mittelalterlichen Gesellschaft insbesondere auch jüdische Menschen. Ja. Relativ schnell also hat sich jetzt diese Wahrnehmung von einem selbst als Grund für die Pestilenz hin zu den jüdischen Menschen verlagert. Am Anfang ging man davon aus, dass Gott die Pestilenz geschickt habe, um die Menschen dafür zu strafen, dass sie die Juden unter sich leben ließen. War natürlich schon totaler Blödsinn. Und als auch das nicht gefruchtet hat, ist man schließlich dazu übergegangen, Gott komplett rauszulassen und die jüdischen Menschen selbst. Als Grund für den Ausbruch der Pestilenz wahrzunehmen. Man hat ihnen nachgesagt, sie würden die Brunnen vergiften, sie würden Hostien schenken, sie würden Kinder ermorden für ihre ähm, religiösen Handlungen und würden soeben versuchen wollen, die Christen auszurotten. Das Traurige an diesem ganzen Schmarren ist, dass die Wahrnehmung, die damals entstanden ist, sich tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert aufrechterhalten hat. Auch Hitler hat damals auf diesen Schwachsinnigen Urmythos der jüdischen Weltverschwörung aufgegriffen oder beziehungsweise eben darauf aufgebaut, der eben ursprünglich im 14. Jahrhundert entstanden ist. Die Mehr davon, dass jüdische Menschen die Brunnen vergiftet haben sollen, die ist tatsächlich sogar bei uns im Fichtelgebirge nachweisbar. Der Wunsiedler-Superintendent Perch beispielsweise schreibt in seiner Chronik über die Pestilenz, dass, Zitat, diese hartnäckigen Menschen am Ende so weit gegangen sind, gar die Bronnen zu vergiften. Das heißt also, auch hier bei uns im Fichtelgebirge hat man daran geglaubt, dass die Juden daran schuld seien, dass dieses schlimme Leiden unter den Menschen grassiert. Dass natürlich die genauso davon betroffen waren, dass auch jüdische Menschen an der Pestilenz verstorben sind, das hat man einfach weg ignoriert. Und das führte leider dazu. Dass am Ende eben die ersten großen Judenpogrome damals im Laufe der ersten Pestwellen stattgefunden haben. Das ist insbesondere nachweisbar in den deutschen Hansestädten. Das lässt sich aber tatsächlich auch in Nürnberg beispielsweise belegen, wo man eben jüdische Menschen in Massen lebendig verbrannt hat, auf die Scheiterhaufen gestellt hat, um dadurch eben sie zu strafen für diese Missetaten, die sie angeblich begangen haben sollen. Und so hoffte man jedenfalls am Ende eben dieses Sterben aufhalten zu können. Blöderweise ist tatsächlich diese erste große Festwelle danach abgeflacht. Das heißt also, man hatte den Beweis, jedenfalls in den eigenen Augen, dass dieses Vorgehen durchaus gerechtfertigt war durch die massenhafte Hinrichtung der jüdischen Mitmenschen. Hat man jetzt also am Ende des Sterben jedenfalls augenscheinlich aufhalten können tatsächlich hat es natürlich einen komplett anderen Hintergrund gehabt. Irgendwann war die Gesellschaft mit der Pestilenz dermaßen, ich sage jetzt einmal, hat mir ja da bei Corona gesagt, ne, durchseucht, dass es eine Art von Immunität gab. Entweder die Menschen haben überlebt, ja, das ist ein kleiner Prozentsatz gewesen, aber trotzdem gab es das, oder aber sie waren tatsächlich aus irgendeinem Grund einfach immun. Das heißt also, als alle, die für die Pestilenz Anfällig waren, verstorben gewesen sind, flachte die Welle automatisch ab. Und das ist eben zusammengekommen mit diesen Judenpogromen, weswegen man jetzt wunderbar eine Kausalattribution hatte. Die Welle ist deswegen abgeflacht, weil man die Jüdischen mit Menschen so grausam und bestialisch hingerichtet hat. Ja die geschichte der menschheit ist das muss man in diesem zusammenhang sagen leider sehr sehr häufig sehr grauenhaft ja, und da fehlt auch ganz oft diese berühmte mitmenschlichkeit und vor allem eben auch die christliche nächstenliebe das muss man deutlich sagen. was ist jetzt passiert? die pestilenz ist immer in wellen aufgetreten. Ja, das heißt also sie ist verschwunden nur um einige Jahre später mit neuer, voller Wucht zurückzukommen. Man hat sich das lange nicht erklären können, aber mittlerweile weiß man eben, dass es aufgrund dieser Immunität der Fall gewesen sein muss. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Generationen war die Grundimmunität der Menschen wieder weg und dann konnte die Pestilenz von neuem ausbrechen. Es kam eine neue Welle auf die Menschen zu. Das Spannende ist jetzt, dass man mit jeder Welle, eine neue Deutung sich zurechtgelegt hat, um mit diesem schlimmen Sterben, mit dieser Katastrophe umgehen zu können. Nach der ersten Welle waren die jüdischen Mitmenschen weg. Das heißt also, bei der zweiten Welle konnte man sie nicht mehr als Sündenböcke benutzen. Man musste also eine andere Erklärung finden. Und so ging mir jetzt dazu über, der Pestilenz selbst ein Gesicht, eine Art von Charakter zu geben. Man nahm sie an als ein schon beinahe menschliches Wesen, als eine Macht, die einen eigenen Willen hat und die demnach komplett autark agiert ja, und autonom agiert. Das führt dazu, dass die Pestilenz in ganz unterschiedlichen Gestalten aufgetaucht ist. Es gibt beispielsweise im Fichtelgebirge die Sage vom langen Mann in der Auguststraße, damals den Hof gewesen. Ja, da soll ein langer schwarzer Mann durch die Auguststraße gelaufen sein und in die Häuser, in die er dann reingeguckt hat, in denen ist dann zwei Tage später die Pestilenz ausgebrochen. Im Übrigen gibt es nicht nur den langen Mann, sondern es gibt auch den schwarzen Mann. Und das ist was ganz Spannendes, denn den schwarzen Mann, den kennt ihr vielleicht auch noch aus der Grundschulzeit. Da haben wir auch immer das Spielchen gespielt: Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und wenn ihr euch das einmal vorstellt, dann passt es tatsächlich gut zur Wirkung der Pest. Es ist also quasi ein Versuch von den Kindern gewesen, dieses diese seltsame Situation, die durch die Pestilenz ausgelöst wurde, auch innerhalb der Gesellschaft, innerhalb ihrer Umgebung irgendwie erklären zu können. Am Anfang steht einer allein auf der einen Seite und alle anderen auf der anderen. Ja? Und dann ruft der schwarze Mann, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Die Gesellschaft steht zusammen und sagt niemand, ja, denn er ist ja noch weit weg, alles ist gut, wir passen aufeinander auf. Kaum aber hat eben der schwarze Mann die Frage gestellt, ja, aber was ist, wenn er kommt? Dann löst sich diese Gesellschaft auf, die Kinder scheinen, dann rennen wir davon, sie schubsen sich teilweise zu ihm hin, sie opfern in gewisser Hinsicht ihre Freunde, damit sie alleine überleben können, bis eben am Schluss einer übrig bleibt, weil der schwarze Mann alle, die er berührt, auf seine Seite zieht. Es gibt jetzt so eine ganz spannende Untersuchung, die eben wirklich nahelegt, dass dieses Kinderspiel der Versuch ist, mit dieser Situation, die durch die Pestilenz ausgelöst wurde, irgendwie umgehen zu können. Und das zeigt eben auch schon, ja, welchen großen Einfluss diese Krankheit eben am Ende auch auf in gewisser Hinsicht sogar die Kultur, ja, die Wahrnehmung des Menschen innerhalb der Gesellschaft gehabt hat. Und das ist tatsächlich für eine Krankheit bei der Pestilenz bis heute eben auch noch das, was ihre Macht ein Stück weit erklärt und was eben auch für uns deutlich macht, warum sie nach wie vor uns mit Schrecken und mit Angst erfüllt, wenn wir von ihr hören. Genauso gibt es diese Deutung der Pestheuche, die sich jetzt hat herumgetrieben haben So ein Kleine Pestwölkchen, also fast wie Niederschwaden, die aufgestiegen sind und immer wenn die Menschen die eingeatmet haben, dann sind sie krank geworden. Die nannte man in der spätmittelalterlichen Medizin auch Miasmen, ja? also quasi schlechte Luft in gewisser Hinsicht, die man eingeschnauft hat. Auch das gab es beispielsweise in Hof in der Auguststraße, die damals noch den wunderbaren und sehr schmeichelhaften Titel Mordgasse getragen hat. Dieses, äh, dieser Name Mordgasse kommt daher, dass eben dort ein Morder, ein Moder von der Saale aufstieg, eben der Nede, die angeblichen Jasmin und dadurch eben die modrige Luft, die Menschen krank gemacht hat. In Weißenstadt beispielsweise hat man einen solchen Pesthauch sagenhafterweise sogar einmal eingemauert. Man hat also ein Haus gebaut, ohne Fenster und nur mit einer Tür, hat dann den Hauch dort reingelockt, hat das Haus zugemauert. Und als dann eben das Haus einige Generationen später aus Unwissenheit abgerissen wurde, ist der Pest wieder freigekommen und das Sterben begann von Neuem. Ja, also, ihr seht schon, man hat da wirklich ganz unterschiedliche Versuche angestellt, mit dieser Katastrophe, mit dieser unerklärbaren Situation irgendwie umgehen zu können. Und jetzt kommen wir zu unserem Pestilenzgarten bei Kornbach. Der letzte große Ausbruch der Pest fand damals statt im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. Damals haben die Soldaten der Böhmen und auch der Protestantischen Union bei ihren Zügen durch das Fichtelgebirge die Pest von neuem verbreitet. Und die traf natürlich dadurch auf eine sehr ausgemergelte und ausgehungerte, durch den Krieg stark geschwächte Gesellschaft, weswegen das wirklich der mit Abstand schlimmste Ausbruch gewesen sein muss. Allein in Zell sollen damals innerhalb eines Jahres 200 Menschen an der Pestilenz verstorben sein. Und es führte jetzt auch bei uns dazu, dass man tatsächlich so wie einige Jahrhunderte vorher in Volterra die Pesttoten nicht mehr unterbrachte auf den normalen Friedhöfen und Gottesäckern innerhalb der Städte und Dörfer. Deswegen ging man dazu über Massengräber anzulegen ja, außerhalb der Stadt gelegen irgendwo im Wald. Und das ist tatsächlich eben auch das, was sich bei Kornbach bis heute befindet. Der dortige sogenannte Pestgarten ist ein Massengrab für die Opfer des Pestausbruchs im 17. Jahrhundert. Unbewusst hat man dadurch tatsächlich in gewisser Hinsicht eine erste Möglichkeit gehabt, den Ausbruch der Pest und ihre Verbreitung ein Stück weit einzudämmen. Denn es war damals üblich, dass man die Pesttoten nur in der Nacht aus den Städten herausgebracht hat weil man glaubte, der Blick eines Toten würde quasi dann den Tod wieder weitergeben können. Deswegen hat man aber natürlich auch auf den Straßen darauf geachtet, dass wenn man in der Nacht die Toten verräumt hat, in Anführungszeichen, denen keine Menschen über den Weg gelaufen sind. Wodurch natürlich dann auch der Pesterreger, wie wir mittlerweile wissen, Yersinia pestis, sich nicht so einfach ausbreiten konnte. Ja? Also durch diese Herausnahme der Verstorbenen, durch ihre Beerdigung außerhalb der Städte, hat man jetzt tatsächlich vollkommen unbewusst eine erste Möglichkeit, gehabt, um die Ausbreitung der Pest wenigstens ein Stück weit eindämmen zu können. Wenig später hat man dann auch damit angefangen, sogenannte Kontumas oder Quarantänehäuser, je nachdem wie man es nennt, zu bauen. Dazu haben wir uns ja beim Münchberger Kloster schon mal ein bisschen genauer ausgetauscht. Das sogenannte Siebenbrüderhaus als Siechen oder Seuchenbrüderhaus stammt genau aus dieser Zeit. Und so hat man jetzt ja tatsächlich auch eben durch eine Art von Quarantäne, durch eine Isolierung der Kranken, durchaus Erfolge vorweisen können, diese Ausbreitung der Erreger ein Stück weit eindämmen zu können. Der Pestgarten bei Kornbach ist dabei bis heute ein Ort, der gemeinhin als böse wahrgenommen wird. Ja, wenn du noch nicht dort wart, geh ruhig einmal hin und spürt einmal was dort vorhanden ist ja ich habe das ganz oft schon äh, am eigenen leibe nachvollziehen können man fühlt sich unwohl es ist einfach ein ort der eine ganz seltsame aura hat weil er eben für dieses große leiden unserer vorfahren steht spannend ist im übrigen in der mitte dieses pestgartens da befindet sich ein großer steinerner trog der immer mit wasser gefüllt ist und es hält sich bis heute wacker, die Legende, dass wann immer der Trug leer fällt, ja, also wenn quasi das Wasser weg ist, dass dann eine große neuerliche Katastrophe über die Menschheit hereinbrechen wird. Was dran ist, weiß man nicht. Wir können jetzt natürlich hingehen und sagen, mittlerweile hat man herausgefunden, dass eine Wasserader da unten dran vorbeiläuft, die dann quasi durch feine Risse in diesem Stein das Wasser nach oben drückt, wodurch der Trug sich automatisch über Nacht immer wieder füllt. Aber das wäre natürlich viel zu pragmatisch und lapidar. Deswegen glauben wir mal eher daran, dass man glücklich sein könnte, solange Wasser da drin ist. Und Deswegen ist natürlich auch meine Bitte an euch, wenn ihr euch auf die Suche nach dem Pestgarten von Kornbach machen wollt und damit natürlich auch einen Blick werfen wollt in diese dunkle Zeit ähm, der Geschichte. Dann lasst bitte um Himmels Willen das Wasser in diesem Trog. Ich habe damals, als ich ja Geschichte darüber gedreht habe, auch gleich die Zuschriften von Kornwachen bekommen, dass da eben Wanderer unterwegs sind, die dann das Wasser da rausschöpfen. Und das darf man nicht, denn dann würde man ja die Katastrophe in gewisser Hinsicht darauf beschwören. Das heißt also, tut uns bitte am Gefallen, schaut es euch gerne mal an, aber lasst doch bitte das Wasser im Trog, damit auch ja, nichts Schlimmes passiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken dieses mysteriösen, dieses geheimnisvollen Ortes der Geschichte. Und so bis zum nächsten Mal. Servus und Adiavald.